Hallo, es ist mal wieder Sonntag und wie man sieht, der Wald wird immer grüner. Herrlich, das bedeutet, die Natur erwacht so richtig. Ja, dieses Jahr alles ein bisschen früher, also selbst die Eichen treiben im April die ersten Blätter aus, was hier sonst nicht der Fall ist. Mein Rotahorn steht schon schön in voller Pracht. Und Ahorn, also so langsam scheint es wirklich loszugehen. Ja, mal gucken, was unsere neuen Hofbewohner in der ersten Nacht gemacht haben. So, hier haben wir noch mal ein paar kleine Ahorns. Die sind nur so gewachsen. Die werde ich mal nächstes Jahr oder Herbst im Wald aussehen. Oder? Das sind ja meine Kleinen. Na meine hübschen Hühner. Na meine hübschen Hühnerleins. Ihr fühlt euch hier wohl, wa? Ihr fühlt euch hier schon mal wohl. So, meine Rations sind auch schon hungrig. Na, alles gut, meine Freunde? Noch die Wildhut. Dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal füttern. Lecker Müsli, ja. Mäuschen, kommst mit. Scheint eine aufregende Nacht gewesen zu sein. So hungrig sind meine Freunde. So, na gut. Starten wir mal in den Tag. Die Hühner sind zu füttern. Wasser ist voll. Sehr gut. So, meine Hundis liegen ganz entspannt. Ist auch heute ein schöner Tag, weil es ist noch nicht so warm, noch nicht so spät. Und dadurch sind noch die ganzen Insekten nicht ganz so präsent. Obwohl ich jetzt schon wieder sehe, dass beim Butzi eine riesengroße Mücke auf der Nase sitzt. Ach, mein armer Freund. Ja. Morgen, Mila. Was denn los? Mal guten Tag sagen. Hallo. Hallo, mein Mäuschen. Wie geht dir heute das Schwänzchen, mein Mäuschen? Hoi. Volle Emotion. Volle Emotion. Ja. Volle Emotion, mein Mäuschen. Papa, dich lieb. So. Sammy schläft. So. Für heute habe ich mich entschieden, vormittags eine Planänderung
Ursprünglich war mein Plan gewesen, hatte ich ja das restliche Holz, was ich jetzt für diese Holzsaison umgelegt hatte, im Wald zu hacken. Und das mache ich jetzt mehr oder weniger auch nicht im Wald, weil mir das jetzt auch ehrlich gesagt viel zu stressig ist. Habe ich mich kurz entschieden, das jetzt aus dem Wald rauszuholen und dann auf die Koppel abzuladen, auf den Holzplatz, um dann mehr oder weniger über den Sommer hinweg das wegzuhacken. Es ist momentan so, dass mein Wald immer mehr grün wird und zuwächst und man kommt immer schlechter ran an das geschlagene Holz. Und deswegen hole ich es einfach mal raus. So, damit fangen wir hier erstmal an. Mein Kleiner steht griffbereit. Und ja, legen wir los. Kein Stress, keine Hektik, aber es muss raus aus dem Wald. So, hier erkennt man relativ deutlich, wie schnell sich die Natur etwas zurückerobert. Wir sind also gleich tausende von Ameisen. Die Späne, die Stümpfe, die bleiben natürlich auch liegen. Die Wehenstümpfe, da können sie sich nämlich schön einsiedeln wieder für die nächsten Jahre. So, die erste Fuhre ist auf der Koppel. Ja, mal kurz ablassen. So, mein kleiner Freund, das ist das erste Mal wieder leer. Gut, jetzt teilen wir jetzt die Arbeit in einen Bereich. Hier ist nochmal ein zweiter Bereich. In der Regel fange ich immer hinten an zu schleppen. Dann wird es nämlich von Mal zu Mal kürzer, der Weg. Aber ich glaube, in dem Fall fange ich vorne an, dass ich nicht so doll stolpere. Mal gucken. Eine Ruhe, wa? Ja, hier waren wirklich ein paar richtige knochige alte Stämme mit bei. Also da hat man echt an den paar Dingern wirklich richtig Kraftaufwendung gebraucht. Aber nichtsdestotrotz, im Endeffekt hat es dann alles gut geklappt. Die Waldbewohner muss man natürlich auch achten. Dadurch, dass sie schön rot sind, erkennt man sie natürlich auch im Unterholz. So, Fuhre Nummer 2 ist damit auch fertig. Für den Sonntag reicht es. Das lasse ich hier erstmal liegen. Heute nächstes Mal mit weg. Ansonsten ist hier alles frei auf der Seite. Was drin ist, bleibt bewusst drin. Für die Natur. Auch so mit den Holzchen hier. Das versetzt sich schön. Da kann dann die Natur schön regulieren. Hier ist der nächste. Da ist wieder einer. Also es ist wirklich die nächsten Jahre genug Totholz drin. Ich hoffe nur, dass die Natur sich jetzt so ein bisschen reguliert hat und dass da nicht noch mehr von wegstürmt, von den schönen alten Eichen.